ich hasse meine Epoche aus tiefster Seele. Der Mensch stirbt in ihr vor Durst. Ach, Herr General, es gibt nur ein Problem, ein einziges in der Welt. Wie kann man den Menschen eine geistige Bedeutung, eine geistige Unruhe wiedergeben? Etwas auf sie herniedertauen lassen, was einem gregorianischen Gesang gleicht. Hätte ich den Glauben, so stünde fest, dass ich, sobald diese Zeit des notwendigen und undankbaren Jobs vorüber ist, nur noch so lähm ertragen könnte. Sehen Sie, man kann nicht mehr leben von Eisschränken, von Politik, von Bilanzen oder Kreuzworträtseln. Man kann es nicht mehr. Man kann nicht mehr leben ohne Poesie, ohne Farbe, ohne Liebe. Wenn man bloß ein Dorflied aus dem 15. Jahrhundert hört, ermisst man den ganzen Abstieg. Es bleibt nur die Stimme des Propagandaroboters. Milliarden Menschen hören nur noch auf den Roboter, verstehen nur noch den Roboter, werden eines Tages selber zu Robotern. Die Menschen haben die kartesianischen Werte ausprobiert. Außerhalb der Naturwissenschaft hatten sie kaum Erfolg damit. Es gibt nur ein Problem, ein einziges. Es gilt wieder zu entdecken, dass es ein Leben des Geistes gibt, das noch höher steht als das Leben der Vernunft und das allein den Menschen zu befrieden vermag. Der Mensch hat keinen Sinn mehr. Die Liebesbande, die den heutigen Menschen mit Wesen und Dingen verknüpfen, sind so schlaff, so wenig gewichtig, dass der Mensch ihre Abwesenheit nicht mehr spürt wie früher. Das ist der schreckliche Sinn jener jüdischen Geschichte. Du gehst also dorthin, da wirst du aber weit weg sein. Weit weg von wo? Dieses Wo, das sie verlassen haben, war fast nur noch ein umfangreiches Bündel von Gewohnheiten. Die Eisschränke sind austauschbar, auch das Haus, wenn es bloß eine Anhäufung von Gegenständen ist. Und die Frau ist austauschbar. Und die Religion und die Partei. Man kann nicht einmal mehr untreu sein. Wem sollte man untreu werden? Wovon weit weg und wem untreu? Wüstenei des Menschen. Den heutigen Menschen hält man je nach Milieu durch Skat oder Pritsch im Zaum. Wir sind erstaunlich gründlich kastriert. Was wird aus uns in dieser Epoche eines allgemeinen Funktionärstums, des Menschen, der seiner ganzen Schöpfungskraft beraubt wurde, des Menschen, den man mit Konfektionskultur, mit Standardkultur versorgt, wie man Rindvieh mit Heu versorgt? Seitdem ich zu schreiben begann, sind in meiner Stube zwei Kameraden vor mir eingeschlafen. Diese beiden sind prächtige Kerle in ihrer Art. Ehrlich, anständig, sauber, treu. Und ich weiß nicht, weshalb ich gewissermaßen ein ohnmächtiges Mitleid empfinde, wenn ich sie so schlafen sehe. Wenn sie auch nichts von ihrer eigenen Unruhe wissen, ich spüre sie deutlich. Ehrlich, anständig, sauber, treu, gewiss, aber auch schrecklich arm. Sie hätten einen Gott so bitter nötig. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ich bedenke, dass diese Worte vor beinahe 70 Jahren geschrieben wurden, von einem Mann, einem Soldaten, einem Piloten, der am Ende nicht mehr vor der Wahl stand, nach Solem zu den Benediktinern zu gehen, weil er ein Jahr später abgeschossen wurde. Worte des Schriftstellers, den wir ganz gut kennen, des Mannes, der den kleinen Prinzen geschrieben hat, Antoine de Saint-Exupéry. Sind das nicht geradezu in der Beschreibung des Menschen und der Gegenwart vor 70 Jahren, ja, kann man das sagen, prophetische Worte? Menschen im Funktionärstum. Die Frage nach dem Sinn. Ja, die Frage nach Gott.
und letztlich doch auch ehrlicherweise eine Kirche von Funktionären, zu nichts Kreativem mehr fähig, hierzulande offenbar, mit Roboterverwaltungen. Setzen Sie statt Roboter einfach Internet, dann wird das Ganze sehr schnell schlüssig. Und während wir diesen Worten lauschen, man könnte sie beinahe als eine kleine erste Predigt zur Lesung aus Jeremia verstehen, haben wir einen Weg zurückgelegt, auf den ich aufmerksam machen will. Wir haben einen Weg zurückgelegt für die Frage, die wir heute bedenken wollen, nämlich die Frage nach dem betenden Menschen. Eine Frage, die so ungeheuer wichtig ist. Die Menschen haben keinen Sinn mehr, sagt Saint-Exupéry. Sie verkommen vor Durst. Wir hörten es eben noch. Der Mensch gleicht einem dürren Strauch in der Steppe, wenn er sich nicht nährt. Von was? Letztlich von Gott. Es ist ein Weg, der nach innen führen muss, zu nichts anderem als das, was Jeremia uns heute in der Lesung auch nicht verschwiegen hat, nämlich zu unserem trügerischen Inneren, zum Herzen. Und statt dass wir uns auf den Weg zur Quelle machen, verbauen wir uns jeden Schritt nach vorne mit unserem auftürmenden und erstickenden Konsumismus, mit Dingen, die niemand braucht und die niemand leben helfen, mit einem ungezügelten Sex, einer Rund-um-die-Welt-Reiserei, wo man dann doch nur auf dem Traumschiff letztendlich die kleine spießige Welt von Burbach wieder vor sich hat. Der Balkon mit was Kühlem zu trinken, ein bisschen Schmuddelmusik und ein paar billige Umarmungen. Traumschiff oder hierbleiben, ist schon egal. Nur der Weg in die innere Mitte ist ein Weg, der in die Freiheit führt. Und zwar ein Weg zum Herzen. Warum? Wenn Sie eben im Vesperteil diese Texte befragt haben und einmal auf dieses Wort Herz achten, wo im Psalm 139 schon die ganze Zeit die Rede von war, dass Gott dieses Herz kennt, bis auf den Grund, gleich was ich tue, was ich denke, was ich unternehme, dann liegt darin die Antwort. In der Ähnlichkeit des Menschen mit Gott liegt seine Größe und Kostbarkeit. Ehrlich, anständig, sauber, treu, so wie wir sind, so im Großen und Ganzen, aber auch schrecklich arm. Wir hätten Gott so dringend nötig, sagt Exupéry. Die Ähnlichkeit mit Gott artikuliert sich in einer Sehnsucht des Herzens. Sehnsucht, dieses große Wort, das so oft auf halber Strecke verreckt, wenn diese Sehnsucht nur ausgestreckt bleibt auf die habbaren Dinge, auf das, was wir sehen, was wir schnell herstellen und machen wollen, aber den großen Bogen verliert. Sehnsucht wird, wie es der große Augustinus sagt, nur gestillt, wenn sie sich ganz auf Gott hinwirft und ganz auf ihn hin ausstreckt. Die Ähnlichkeit mit Gott artikuliert sich in einer Sehnsucht des Herzens. Gibt der Mensch diesem Verlangen Ausdruck, beginnt er zu beten. Wir sollen das eigene Herz als Ort der Gegenwart Gottes neu erkennen. Und man muss es sagen, kein Weg ist zu schwer. So beschwerlich, so unbekannt wie der Weg zu unserem eigenen Herzensgrund. Aufgrund der Vertrautheit mit Gott, die der Mensch auf dem Grund seines Herzens entdeckt, ergreift ihn eine tiefe Ehrfurcht vor dem Ort Gottes, der er selber und in seinem Leben ist. Wir sind, liebe Schwestern und Brüder, in unserem Herzen von der Absicht Gottes her eine ganz original von Gott gemalte Ikone seiner selbst. Und dies zu entdecken, dessen gewahr zu werden, ist der Ort, an dem Beten entsteht. Der Mensch wird des wahren Ortes gewahr, an dem sich sein Gebet vollziehen kann.
Wir haben das am Aschermittwoch noch aus dem Mund Jesu gehört. Wenn du betest, geh in deine Kammer und schließ die Tür zu. Aber nicht auf den Ort, auf die Kammer und auf die geschlossene Tür kommt es an, sondern auf den entscheidenden Ort, nämlich unser Herz. Wer die Tür zu seinem Herzen gefunden hat, kann überall beten, auch in der Fußgängerzone. Wir sollen nicht Gebete haben oder sprechen, wir sollen Gebet sein. Ich kann nur hoffen, dass Sie diese Gedanken, die so hoch klingen, ein wenig berühren. Aber ich kann auch verstehen, wenn Sie dann fragen, ja, er hat bestimmt recht. Und irgendwie meint er es auch gut. Das dürfen Sie immer unterstellen. Aber wie ist das denn mit der Praxis des Betens? Manche fragen ja schon in der Kirche, soll man das denn überhaupt noch? Ist das noch angesagt, beten? Haben wir nicht viel wichtigere Dinge zu tun? Die ganze Not der Welt, die vor der Haustür liegt und immer mehr zu uns herüberschwappt. Wie hat man denn da noch Zeit zum Beten? Oder so wichtige Dinge, die wir organisieren müssen, den Dialogprozess die nächsten 4 Jahre. Ja, wer kommt dann noch zum Beten? Da ist so viel zu tun, so viel zu unternehmen. Und uns sitzt alle, wir dürfen es nicht unterschätzen, auch wenn das beinahe peinlich ist, in einer Kulturnation wie der unseren, die es ja wenigstens einmal war, das zu betonen, dass uns etwas im Gefieder sitzt. Sie kennen alle Wilhelm Busch, genialer Karikaturenmaler. Aber was dieser unmögliche Typ angerichtet hat mit seinen Geschichten, sitzt uns allen im Gefieder. Sie kennen sie alle, die fromme Helene. Gebeugt, dem Suff verfallen, voll Geilheit, die natürlich nicht heraus kann und gelebt werden kann und immer irgendwie fromm betend. Und das haben wir immer noch in unserem Gefieder, dass wir sagen, ach, guck dir doch die Betschwestern an, die laufen jeden Abend ins Kloster oder in die Kirche, von mir aus woanders hin. Ja, so sprechen wir bis heute über Menschen, die beten. Wer hat uns das bloß beigebracht? Priester? Theologen? Mag sein. Und es gibt ja auch ein Bemühen um Beten. Wenn Sie irgendwie in einer Gemeinde engagiert sind, dann kennen Sie am Beginn der Pfarrgemeinderatssitzung, und das macht man auch bei Priestertreffen, bei all diesen, macht man was Frommes vorher. Da gibt es den sogenannten geistlichen Einstieg. Meistens ist das Kalenderblatt-Lyrik. Einer hat vom Kalender was abgerissen und nimmt das mit, ist froh, dass er was in der Hand hat und liest das vor. So, dann machen wir fromm und dann können wir Sitzung halten. Was tun wir mit den Menschen, liebe Schwestern und Brüder, die noch in der Kirche sind, denen die Kirche wichtig ist und ein Anliegen ist, die sich engagieren wollen? Die speisen wir, wenn es ums Beten geht, mit Kalenderblättern ab. Darf das wahr sein? Wie viele Klöster stehen heute in der Krise? Manche vor der Schließung. Und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass je größer die Krise ist, desto höher die Auflage von Hochglanzbroschüren mit eingelegten Spendenbescheinigungen. Als wäre das Heil der Welt aufs Geld gegründet. Wer bittet von solchen Gemeinschaften um das Gebet? Wer betet an gegen diese erdrückende Wirklichkeit, auch eigener Armut? Und ich sage das jetzt nicht, um anzugeben, aber ich möchte an diesem Punkt wirklich auch ein Zeugnis geben. Im Sommer hätte ich mit vielen anderen nicht daran geglaubt, dass die Hochschulgemeinde zu retten ist. Das war alles in trockenen Tüchern. Wie das abgewickelt wird, wann und wie, möglichst schnell. Und wir haben uns entschieden, trotz mancher Proteste und Briefe, das ist alles sehr ehrenwert, einen Gebetstag zu halten. Und wir haben das in einer Urkunde niedergelegt, zu sagen, wenn es dort eine Rettung gibt, wenn es da Bewegung gibt, dann schreiben wir es ganz allein. Es war mir wichtig, das festzuhalten, der Hilfe Gottes und der Heiligen zu, also dem Gebet. Und heute gibt es eine Zukunft. Sie ist gerettet. So wie sie jetzt ist, wird sie weitergehen.
mal so, wie es aussieht, noch eine Zeit lang. Mich hat es jetzt im Rückblick nochmal, als ich die Tage mit Frau Brente die Urkunde suchen musste, dass wir hatten sie so gut versteckt, dass wir sie zunächst nicht gefunden haben, haben wir den heiligen Antonius angerufen, dann hat auch das geholfen, haben wir diese Urkunde noch einmal gelesen, als ein wirklich ein erschütterndes Zeugnis, was die Kraft des Betens ausmacht. Ist das naiv? Ich frage Sie, ist das naiv, so zu denken, sich so zu verhalten? Oder sagen wir einfach, naja, das ist ja Zufall oder hat sich ja ganz gut gefügt? Wie viele Probleme drängen jeden Tag neu auf uns ein? Egal welchen Beruf Sie haben, in welcher Familie Sie leben oder ob Sie alleine sind, allein was Sie hören aus Ihrem näheren Umfeld. Wer greift über solchen Problemen noch zum Rosenkranz und betet ihn durch und überlässt sich diesem heilsamen Gemurmel des Rosenkranzes? Wer tut das? Man hört zuweilen, das sei auch in Ordensgemeinschaften nicht mehr up to date, den zu beten. Darf es einen Tag geben, an dem wir nicht zum Rosenkranz greifen? Wie viel kann dort durchgebetet werden? Manche sagen, oh, das ist aber monoton. Da macht mir Beten keinen Spaß. Darüber kann man jetzt streiten, das ist wie eine eigene Kurve mit dem Spaß machen. Ich will nicht darauf eingehen, aber monoton soll er sein. Das, was uns im Rosenkranz auf Trab hält, sind die Probleme, über die wir den Rosenkranz beten. Es ist ein monotones Gebet, aber ist das Jesusgebet, das heute ja so ein bisschen kontrastierend gebetet wird und da ist auch nichts gegen zu sagen, ist es nicht monoton? Immer wieder neu den Namen Jesu zu sagen, ist genauso monoton. Und dann sagen einige, aber ich spüre nichts, ich erfahre nichts beim Beten. Es ist alles so, als wäre es umsonst. Und es ist so anstrengend. Ein großer Lehrer des Betens sagt, machen wir aus dem Gebet, ich muss es wahrscheinlich zweimal lesen, machen wir aus dem Gebet eine Sache der Quantität. Machen wir aus dem Gebet eine Sache der Quantität. Wenn wir es nicht zu einer Sache der Qualität machen können. Natürlich ist es besser, nur die Worte Vater unser hervorzubringen mit der ganzen Innigkeit des Verstehens, als das Vater unser 12-mal herzusagen. Aber gerade zu diesem Innesein sind wir oft genug nicht fähig. Also wenn wir merken, es gibt nicht diese herstellbare Qualität, dann Quantität. Betet ohne Unterlass, sagt Paulus der Gemeinde von Thessaloniki. Betet ohne Unterlass. Für Christen in den ersten Jahrhunderten ein unglaubliches Wort, das sie inspiriert hat. Steht das heute noch in unserer Bibel, im Neuen Testament? Paulus sagt es normalen Menschen wie euch und mir. Das heißt, macht euer Leben zum Gebet. Die Väter haben Wert darauf gelegt zu sagen, wenigstens diesen Dreiklang morgens, mittags, abends. Wie kann ein Christenmensch, ein Getaufter, den Tag ohne Vater unser beginnen? Wie geht das? Was ist das für ein Tag? Was soll da rauskommen bei einem solchen Tag, der ohne das Gebet Jesu beginnt? Was soll das werden? Das wird nichts. Das wird Eisschrank, Roboter, Bridge, Skat, Mist. Das ist ein Tag, der nirgendwo festgemacht ist, der im luftleeren Raum sich bewegt, der sich nicht erinnert, dass ich getauft bin. Das erste Gebet, das gesprochen wurde nach der Taufe, dass die erwachsenen Getauften als erstes Gebet mitsprechen durften, nachdem sie zum ersten Mal bei der Messfeier teilnehmen. Und heute bei unseren Säuglingen, dass die Gemeinde zum ersten Mal betet, wenn sie den getauften Säugling in der Mitte hat. Wie einen Tag bestehen ohne ein Ave Maria oder ohne um den Heiligen Geist zu beten. Wie etwas finden ohne die Hilfe des Antonius. Wie sicher ankommen ohne Christophorus. Wie Gefahren entkommen ohne den Schutzengel. Wie kann eine Familie gelingen ohne die Hilfe des Heiligen Josef.
oder welches Problem, welche Lebenslage, welche Vorsätze, Anliegen sie auch immer haben, warum nicht zu der gehen, die uns Jesus am Kreuz zur Mutter gibt, zu Maria. Anlässe, Möglichkeiten des Betens sind genug. Und alle, ganz gleich in welcher Art und Form wir das tun, alle führen sie uns den Weg zum Herzen, von dem ich schon gesprochen habe. Und alle führen sie uns in die Begegnung mit Gott, der auf dem Herzensgrund Wohnung genommen hat seit der Taufe. Eine Verschränkung von Leben und Gebet. Und auch hier noch einmal. Wir sollten uns von nichts und niemandem einreden lassen, dass das heute nicht mehr zeitgemäß sei. Wer redet einen solchen Unsinn? Sagen das Theologen oder auch manche Priester? Man muss sich die gegangenen Wege ohne Gebet einmal ansehen. Absolut verwüstete Landschaften, Glaubensruinen, in denen nichts wächst und nichts gedeiht, außer Verdrossenheit, Miesepeterei, Unzufriedenheit, lebenslängliche Besserwisserei. Gerade so, als würde man die Kataloge des Paulus noch einmal vorlesen, was alles geschieht, wenn die Früchte des Geistes nicht zum Tragen kommen, wo Gottes Geist nicht wirkt. Und dann sagen einige, ja, aber mein Gebet ist so armselig. Es gibt, glaube ich, zum armseligen Gebet kaum einen schöneren Text als den von Karl Rahner in seinem Büchlein von der Not und dem Segen des Gebetes. O Gebet im Alltag, du bist arm und ein wenig zerschlissen und mitgenommen wie der Alltag selbst. Hohe Gedanken und erhabene Gefühle fallen dir schwer. Du bist keine erhabene Symphonie in einem hohen Dom, sondern wie ein frommes Lied, gut gemeint und von Herzen kommend, ein wenig eintönig und simpel. Aber Gebet des Alltags, du bist das Gebet der Treue und Verlässlichkeit. Das Gebet des selbstlosen, unbelohnten Dienstes der göttlichen Majestät. Du bist die Weihe, die die grauen Stunden hell und die kleinen Augenblicke groß macht. Du fragst nicht nach dem Erlebnis des Beters, sondern nach der Ehre Gottes. Du willst nicht erfahren, sondern glauben. Dein Gang mag manchmal müde sein, aber du gehst. Du magst manchmal bloß von den Lippen zu kommen scheinen und nicht aus dem Herzen. Aber ist es nicht besser, dass wenigstens noch die Lippen Gott benedeien, als dass der ganze Mensch stumm werde? Und ist nicht so mehr Hoffnung, dass auch im Herzen Widerhall finde, was auf den Lippen klingt, als wenn alles im Menschen stumm bleibt? Und schließlich, dass das Beten nicht irgendwo in der Luft hängt oder wir nur uns selber ausgeliefert wären, beten wir in der Kirche immer mit dem Psalmen, in der großen Schule des Betens. Wir sprechen diese Psalmen und das muss uns bewusst sein, auch wenn wir manchmal sagen, oh, was ist das denn jetzt für ein Vers? Der klingt aber sehr vorderorientalisch, wie man dann geschult heute dann das Ganze bewertet. Wir beten jeden Vers der Psalmen Jesus hinterher. Es ist das Gebetbuch Israels. Jesus selber hat diesen Psalter so oft in seinem Leben gebetet und gesprochen. Allein schon das ein Ausweis genug, sich die Worte Jesu im Psalm zu eigen zu machen und sie dann noch einmal zu wenden, indem wir nicht nur in den Psalmen die Stimme Jesu hören können, sondern die Psalmen sozusagen als Stimme der Kirche zu Jesus Christus beten, an ihn wenden. Was dort alles zu finden ist: Dank, Segen, Lob, Freude, aber auch Angst, Depression, Not, bis hin zum Fluch, der Gott anheimgestellt wird. Mit Worten, die Gott uns schenkt, die Gott uns jeden Tag beten lässt. Und ich will noch einen weiteren Punkt angehen und auf ihn hinweisen. Denn nachdem das Beten, Karl Rahner hat das schon in den 50er Jahren im Vorwort dieses Büchleins bemerkt, eine gebetsarme Zeit, was würde er heute sagen?
Aber an der anderen Seite des Spektrums immer das, was die Kirche vernachlässigt, dessen bemächtigen sich ja andere. Es gab nie so viele Meditationszentren. Die Klangschalenkulturen nehmen geradezu Überhand. Und deshalb will ich auf einen anderen Zusammenhang noch hinweisen, der mir wichtig erscheint. Ein großer Kenner der geistlichen Tradition sagt, es fällt auf, dass die christliche Tradition besonders in den ersten 12 Jahrhunderten kaum an bestimmten Meditationstechniken, Gebetsanleitungen und Entspannungsübungen interessiert war. Auch der Hinweis auf genügend Muße und Stille bleibt eher am Rand christlicher Hinführung zu Gebet und Kontemplation. Es kommt hier besonders darauf an, dass der Mensch arbeitet. Dass der Mensch genügend arbeitet, wird Sie vielleicht verwundern. Und es stimmt, darin liegt eine Gefahr. Man kann das sieht man manchmal auch an einigen Mönchstraditionen, das kann missverständlich und gefährlich werden. Und doch liegt hier eine große, wichtige Wahrheit. Wer ein geistliches Leben führen will, muss darauf achten, dass er sich hinreichend der Arbeit hingibt. Die Arbeit kann ein Weg zum Gebet sein. Im Müßiggang, heute allenthalben sehr verbreitet, wächst keine Verbindung zu Gott. Und so sagen es die Väter noch einmal neu. Unablässiges Gebet geht über das Einhalten von Gebetszeiten hinaus. Es heißt, das ganze Leben zum Gebet machen. Wer ohne Unterlass betet, so sagte sein Vater, verrichtet außerhalb der Gebetszeiten beharrlich gute Werke. Und sie gelten implizit als Gebet. Jede Handlung in Liebe verrichtet, ist Gebet. Augustinus sagt es, die Liebe hat Füße, die zur Kirche tragen und Hände, die den Armen geben. Ihre Augen vermögen wirklich die Armen zu erkennen. Die Liebe hat Ohren, um das göttliche Gesetz zu hören. Und dabei handelt es sich nicht um einzelne, voneinander getrennte Tätigkeiten. In völliger Einfachheit ist und bewirkt die Liebe alles zugleich. Sie wohnt in uns und wir in ihr. Selbst wenn wir am wenigsten an sie denken, hören wir doch nicht auf, sie in voller Freude wahrzunehmen. Diese Liebe, wie könnten wir sie anders nennen als eine lebendige Beziehung zu Christus? Sie muss gepflegt und vertieft werden, dadurch, dass wir unser Leben bewusst leben und es zum Gebet machen und dann auch sicher Zeit zum Gebet finden. Ohne regelmäßiges Gebet werden Freundlichkeit und Dienstbereitschaft zu routinemäßiger Höflichkeit. Unsere Zielstrebigkeit wird unscharf. Unser moralisches Verhalten verliert seine vertikale Komponente. Gut sein, eine reine Sache von Ethik und kann nicht lange gehalten werden. Das Gebet, durch das wir der unsichtbaren Wirklichkeit des geistlichen Lebens verbunden bleiben, ist unverzichtbar. So ein Lehrer unserer Tage. Kehren wir am Ende kurz zum Anfang zurück. Der Mensch von heute kommt um vor Durst. Wir werden, liebe Schwestern und Brüder, unseren Durst, der immer ein Durst nach Gott ist, nur stillen können mit dem Gebet, unseren verborgenen Hunger. Denn nur dann wird unser Leben schlüssig, weil das Leben unserer Gottähnlichkeit, seiner Grundabsicht gerecht wird, weshalb wir überhaupt leben. Hören wir nicht auf zu beten. Fangen wir an zu beten. Mühen wir uns im Beten. Haben wir Freude am Beten. Was die Kirche braucht, sind betende Menschen. Solche, die den Dialog mit Gott suchen und führen, weil ihnen diese Welt am Herzen liegt.